Ich muss noch mal kurz rausgehen. So Okay. ein Scheiß. Ich habe jetzt mal ein bisschen was von dem Müll ausgemacht. Geht's denn oder ist das unspielbar Ja, so? also es, bis eben ging es noch. Lass einfach weitermachen. Ja. Bei mir ist noch Warte auf anderen Spieler. Bei mir steht noch gerade was von dem Netzwerkproblem. Kann ich weitermachen? Oh, ja, du kannst weitermachen. So. Okay. Gut. Haben wir soweit alles? Ja, ich bin pleite. Also Okay. ja. Hier in der Mitte soll der Brutzler sein, ja? Sicher? Die fliegen nicht durch die Mitte durch? Nein. Nein. Tun sie nicht. Gut. 1000 Dollar wieder gespart. Der oben durch die Löcher. Da ist ja auch nicht schlecht. Also nur in der Linie. Mach mal lieber waagerecht anstatt senkrecht. Kann ich nicht. Da kann man Ach, nichts mehr geht hinbauen. nicht. Nee. Müssen wir durch. Dann müssen wir das mal anschauen. Aber ja, dahin ist jetzt so viel los mit Bogenschützen. Hey, Zyklopenmagier. Genial. Oh, ich habe ich auch vermisst. Aber wir haben ja noch nicht alles. Also fehlt noch was. Kaum mache ich ein bisschen was aus, bin ich auf 60 FPS wieder. Ist ja toll. Oh, hier unten ist. Oh, irgendwie habe ich es geschafft, da unten Bogenschützen hinzutun. Sehr schön. Ach, schon wieder über 1000 hier, perfekt. Okay, ich hätte. Habe ich auch gerade verkauft, fällt mir gerade ein. Oh, die mit ihren zielsuchenden Schüssen hier, ne? Ja, das ist echt unglaublich nervig. Oh, neue Fluggegner. Jetzt kommen wieder diese Donnerblödviecher. Ja, ich glaube, die sind immun gegen die Na super. Schadensgegeben. So. Ich sag mal, wenn die so langsam voranfliegen, könnte man ja vielleicht wirklich noch hinbekommen, die dann irgendwie selbst kaputt zu machen. Selbst ich mit meiner Shotgun. So, das war, glaube ich, eine Welle, die dafür ausgelegt ist, einfach uns zu killen. Ja, das befürchte ich irgendwie auch. Hat sich jedenfalls so angefühlt. Ich bräuchte mal ein So. bisschen Wieso Energy. zur Hölle habe ich da unten Bogenschützen hingetan? Der liegt da eigentlich. Naja, bisschen Geldverschwendung. Richtig. Nicht so wild. Ist ja nicht so, als hätten wir keins, ne? Da hast du fast recht, ja. Hey. Ich glaube, ich fange gleich schon mal an, ein Stück weiter hinten, weil ein bisschen was auszubauen. Ja, ich glaube, wir Bei der brauchen jetzt nächsten mal wieder ein paar Verschnaufpause. Fallen, die auch wirklich Gegner umbringen. Ja, Sonst. ja. Langsam wird es doch ein bisschen kritisch. Und schon wieder leckt's. Ach, ich hasse das. Pausiere, wenn du möchtest. Na, es geht gerade gar nicht. So, jetzt sollte es eigentlich wieder laufen. Bin mal Und gespannt. wir haben hier ganz viele tolle. Also ich liebe ja eigentlich die kleinen Viecher mit den Bomben. Also Ja, die ich eigentlich hier. auch, weil da kann man so schöne Kettenreaktionen verursachen. Ja, die machen so viel Schaden an ihren eigenen Leuten. Das ist wahnsinnig praktisch. Ja. Ich bin nur ein bisschen, ja, gebrandmarkt, ne, weil die halt meinen ersten Tod verursacht haben. Ja, das verlässt einen auch nie, nee. Nee. Gott. Ich finde es cool, dass die Bogenschützen bis nach vorne schießen. Ja. Ist praktisch. Also, Dass sie so eine Reichweite haben, hätte ich auch nicht gedacht eigentlich. ziemlich viel, ja. Durchaus, durchaus. Tötet den Frostoger. Genau. Dann Na, töte du komm ihn. her. Sehr schön. So. Zack, zack, zack. Lass mich alles mit Teer zupflastern. So. Jetzt kommen wieder so viele Gnolle. Es ist perfekt, dass wir die hinten hingestellt haben, dass die Gnolle hier erstmal ein bisschen Fallen fressen können. Ja. Dagegen können sie ja nichts machen. Da springen können sie ja Oh, zum Glück nicht. Fledermäuse. Bäh. In einem Add-on gibt es Gegner, die Fallen deaktivieren können. Was? Echt? Ja. Die gefallen mir jetzt schon nicht. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Okay. Oh, war. Nein! Was? Ach so. Ups. Komischen Fledermäuse sind unglaublich heftig. Ja, ich bin nur die ganze Zeit in Bewegung und drücke einfach nur ein paar Tasten in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal was treffen kann. Und die sind jetzt hier schon oben durch.
Ich glaube, die deine Fallen hier oben machen einen guten Job. Ja. Oh, hallo, wo kommst du denn her, Ehrenfürst? Brutzelt eigentlich ganz gut. Dann sind sie das Geld wenigstens wert. Ja. Also 1000 pro Stück, ne? Sie haben jetzt nicht gerade aus der Kaffeekasse bezahlt. Nicht unbedingt, ne. Muss man. Sie sind schon ein bisschen teurer. Moment mal, kann ich die kleinen verwandeln? Tatsächlich. Hühnerfarm. Schick. So, jetzt verkaufe ich aber mal hier vorne den Bogenschützen. Der steht ja nun wirklich schlecht. Schlecht ist gar kein Ausdruck. Oh, eine Münze, meine Münze, meine Münze, meine Münze. Deine Mütze? Genau. Also, ich glaube, viele Bogenschützen brauche ich nicht mehr. Nee. Alles voll zu machen. Hey, da steht ein Bogenschütze auf dem Bogenschützen. Praktisch. Das ist auf jeden Fall praktisch, ja. Ja, ich kann es ja auf den Schultern stehen. Ah, du hast schon alles zugeteert, das ist sehr gut. Ist zumindest mal ein Anfang. Bräuchte ja nur ein paar Säurefallen integrieren, genau. Und dann geht das. Ah, ich hab da, okay. Welle 19. Ja, 23 haben wir noch. 23 Spaltpunkte. Doch, immerhin, ich sag mal, größtenteils die Sachen, die durchgekommen sind, waren Fluggegner. Da haben wir jetzt, glaube ich, uns schon mal ein bisschen Abhilfe geschaffen. Ja, ich glaube, die Taktik jetzt ist doch besser. Und halt einmal ein Lebensverlust. Gut, okay. Ja, da kann man, da kann man nicht mit rechnen. Ich bin ja schon voll durch die Münze gelaufen, aber ist ja egal. Ach, jetzt kommen diese kleinen Pissviecher da. Warte mal kurz. Ja. Okay. Passt. Ups. Ah, alles gut. Hervorragend. So, es sind wieder ein paar viele hier oben in der Luft. Ja. Ich versuche mich mal hier vorne mit denen zu arrangieren. Ja gut. Hier hinten passen sie eigentlich ganz gut. Ich sehe leider jetzt nicht, was da oben passiert, ob da was durchkommt. Nee, ist alles weg. Die Fallen sind gut, die Fallen packen das ganz gut. Ist schon in Ordnung. Sauber. Huiuiui, okay. Welle 20, also wieder Geldsack. Warum war das jetzt gelb angezeigt? Die Zahl? Naja, 20, die Hälfte. Ach so, okay. Ich glaube, wir haben jetzt gerade irgendwie 3 Schädel oder was weiß ich. Quasi jetzt. Ach, wir kriegen die 5. Gehe ich auch von aus. Okay, jetzt ist rechts wieder ganz schön viel los. Naja, passt eigentlich. Frostfledermäuse, gibt's sowas? Ja, gibt's. Okay, dann haben wir sie jetzt hier. Geh ich auch von aus. Und da haben wir ihn. Ja, ist da von uns zu Geld in der Tasche? Ich höre es schon klimpern. Und er geht links lang. Natürlich, da wo schon so viel los ist. Ja, natürlich, wäre es langweilig. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, ist die Rücksetzzeit genau dann, wenn, wenn er durchkommt, richtig. Ja. Gerade hier von den Klingen. Und sonst habe ich gleich noch ein bisschen Kohle und kann noch ein bisschen da was an Klingen nach hinten setzen. Ah, er hat schon relativ viel Geld verloren, dafür, dass er noch nicht wirklich weit ist. Ja, das stimmt. Oh, Geld verloren, Leben verloren. Natürlich. Ja, okay, ich sag mal, wenn du ihn triffst, dann verliert er Geld, ne? Ja, war das ja gar nicht so unklug. Da kriegen wir es auch hin, dass hier von dem Wagen getroffen wird. Komm schon. Oh, sehr Dank. Schön. Nee, das kannst du jetzt wieder nehmen, genau. Ja. Wechseln wir uns immer schön ab. Hui, hui, hui. Okay, super. Da kriegst du hin. Vertraue ich dir einfach mal. Hier hin. Okay. So. Ja. Dahin. So, okay. Ich eile dir zu Hilfe. Das ist ein Endlosmodus. Ja. Bin ich aber auch. Aber ist auch cool, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es einfach mal funktioniert, so Strategien und sowas. Nicht, ja. Wenn alles nur einfach gnadenlos in die Hose geht. Weil in Panik verfällt. So, ich versuch mal da den Großen zu verzaubern. Mhm. Ja, der Mana. So. Und, Nee, ich glaube, ich habe irgendwas anderes verzaubert. Wahrscheinlich ein Hühnchen. Boah, die gepanzerten Ohren sind echt schon heftig, ey. So, da. Ja, die geben auch nur eine Münze und dafür brauchen die wirklich sehr, sehr lange, um zu sterben. Die gepanzerten Ohren geben eine Münze. Na, eine 100 Dings. Ach so. 100 Goldmünze. Ich wollte schon sagen. Ja, da kann man lieber so einen Herrn Geldsack kann man da lieber vernichten. Da gebe ich dir recht.
Schädel! Auf deiner Seite. Da traue ich mich jetzt noch nicht so ganz durch. Lauf! Lauf, Boris, lauf! Ist mal so eine Osthalle. Nee, passt schon. Also, rechts ist alles gut. Ja, der Gepanzerte ist jetzt auch Geschichte. Sehr schön. So, Schädel gesichert. Meins. Oh, durchatmen. Meins, meins. So, dann kann ich rechts noch ein bisschen was verätzen. Oh, das war's auch schon wieder. Aber ich glaube, so langsam dürften das, also viel Bogenschützen passen da, glaube ich, nicht mehr hin. Nee, oh mein Gott. So ein richtiges Regiment ja schon. Na warte, ich verkaufe mal jetzt hier noch diese eine Ebene, das eine Ebene-Portal. Ja. Es passen noch zwei hin. Okay. Da. Aber man muss da mal hier stehen, Höchstzahl an Dingern erreicht. Theoretisch ja. Was noch zahlst du für einen Bogenschützen? Da passt noch einer hin. Moment. Na. Was kostet einen so ein Bogenschütze? 500. Oh, das geht ja. So, nicht genügend Geld. Immer noch nicht. Nein. Okay. Brrr. Hier in die Ecke noch. Nicht genügend Geld. Jetzt habe ich noch 1000. Also nochmal für 2. Dazwischen. Ich komme dann nicht mehr drauf, weil da kein Platz ist. Ich baller einfach mal ein bisschen Hühnchen hier ab. Da. Jetzt stehe ich hier drauf auf den Dingern. Okay. Hallo, auf der anderen Seite noch. Boah, wenn da aber irgendjemand durchkommen sollte, ne? Dann weiß ich nicht, was das für ein Kerl sein muss. Okay. Nein, Höchstgrenze an Wächter erreicht. Okay, sehr jetzt gut. Haben wir's. Gut, das wollte ich nur schnell noch getan haben. Das war so ein unbefriedigtes Ereignis, ne? Das ist da noch nicht stand. Ah, ich komme rüber. So, hat 3 Verzauberungen gebraucht, bis ich ein Hühnchen gekriegt habe. Ärgerlich. Aber auf jeden Fall, wenn du irgendwann mal keinen Platz mehr hast, irgendwas hinzumachen, dann musst du einfach alles mit diesen Fallen, Elektrobutzern voll machen. Mhm. Weil die gehen ja auch bis nach unten durch. Ja, ja. Aber ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen, wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon die Hälfte geschafft haben. Ah, ja, stimmt. Und die Gegner werden weniger wert, immer. Ja. Also irgendwann kriegen wir auch nicht mehr so viel Geld. Mhm. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert. Die meisten bringen jetzt nur noch ein. Die von den kleineren Gegnern zumindest. Mhm. Ja. Ja, die ersten Bogenschützen. Außer der Geldsack, ne? Der gibt ja immer schön 1000. Ja, deswegen, diese Münzen werden ja nicht weniger. Also es gibt ja immer gleich viel. Ja. Praktisch. Ach, halb so wild hier alles. Zumindest bei mir. Ja, passt schon. Bei mir zumindest. Ja, es ist ein Frostoger und wir haben hier ein paar Bogenschützen. Ein paar. Mehr geht nicht. So, und oh. Geschichte. Sehr gut. Irgendwie der Frostoger hat gerade keine Münze fallen lassen. Nicht, dass die dann auch keine Münzen mehr fallen lassen. Das wäre natürlich doof. Das wäre echt doof, ja. Och, ein Zyklopenmagier, ey. Oh, wie ich die hasse. Ja, mit den blöden Homing-Missiles da. Das nervt echt. So. Ach, scheiße, Bergtroll. Nein. Ich will wieder den Magier. Okay, der Bergtroll ist jetzt ein Hühnchen. Besser. Ja, steht ihm auf jeden Fall besser. Oh, eine Granate. So, jetzt kommt wieder... Explosionsgegner. Das war's von den Explosionsgegnern. Ah, jetzt kommen wir auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, bist ja jetzt gepanzerte Profi. Ah, Profi würde ich doch nicht nennen. Semi-Pro. Ausgelernter Azubi. Das ist doch Semi-Pro. Profi ist jemand, der damit Geld macht und wir machen Geld. Das stimmt allerdings auch, ja. Ah, der ist aber auch C. Ja. Lass mich in Ruhe, Junge. Lauf!
Alter, so, endlich! Nee, die geben teilweise keine Münzen mehr. Schade. Gerade nochmal eben so überlebt. Du erinnerst mich an einen Nemo-Charakter. Ach, der! Okay, Happen. Genau. Trolle? Was ist das? Ach, nur Sumpftroll. Das geht ja noch. Hast du schon so ein Knollgrenadier, ey. Kann auch gestohlen bleiben. Ja, die haben auch so viel Leben. Die sehen nicht danach aus, aber die haben... Nee, überhaupt nicht. Leben. Also gepanzerter Ogre, okay, da ist der Name auch schon Programm eigentlich. Aber... Na, sowas ist irgendwie merkwürdig. Mhm. Au! Ich hab voll die Granate ins Gesicht geschmissen. Jetzt eigentlich nicht so schön. Überleben. Ah, da hinten ist noch ein Heiltrank.